Hi Leute, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge hier bei der Hof Bergmann. Es geht weiter mit der Schweizer Fraktion, dem Dommer und dem Steini und dem Füsi natürlich. Hallo. Hallo. Ja. Tino war gerade ganz lustig. Ja, das ist direkt die Strafe, die du auf deinen Nacken kriegst. Was machst denn du eigentlich? Weil ich habe irgendwie gerade Lex. Füsi? Ich mach gar nichts, wieso? Weil du gerade so gemacht hast. Ja, ich habe was vergessen zu machen. So, dann fahren wir mal unsere Butterfässer. Die Butter! Die Butter muss laufen! Die Butter, Junge! Da merke ich den Verkehr aus. Mach da mal ich weiß jetzt, warum der Käse nicht funktioniert. Warum? Du hast die Mikrobakterien da nicht reingekippt, damit der gärt und so. Der Käse funktioniert. Wenn du nur deine Fettgriffe nicht da drauf gemacht hättest, bevor der fertig ist, dann wäre das auch gegangen. Glaube ich nicht. Na doch. Nein. Das war zu 100% der Grund. 100% nicht. Greenscreen geht heute auch beschissen, ey, muss ich jetzt einfach mal so sagen. Es ist immer sonntags, ey, ich verstehe das einfach nicht. Das ist das schönste T-Shirt der Welt. Was denn, hast du eins von Kellogg's an? Nee, von Get On My Level. Du hast anderes Misch wie meins an und sagst, das ist das Schönste der Welt. Du hast Team Biceps. Du hast kein Team Biceps Misch an. Ja, hast du mir nie was zugeschickt. Ich wollte immer noch auf mein Gummiarmband. Kriegst du Cappies? Ich ja, aber nur die Basecaps. Also die mit dem gebogenen Schild? Nee, die anderen. Die mit dem geraden Schild? Ja. Das sind keine Basecaps. Nee, Basecaps sind die mit dem gebogenen. Ja, was waren Basecaps? Das war, wie heißen die nochmal? Einfach nur Caps halt irgendwie. Ja, irgendwie sowas, ja. Ne, die Haare, okay. Die trage ich, ja. Echt? Davon habe ich drei Stück. Aber ganz selten trage ich die, also. Aber also, ja. Ich geschicke jetzt meine zu und die musst du dann immer aufsetzen. Ja, kommt drauf an, ne? Aha, jetzt bin ich gespannt, auf was denn? Ja, was da drauf steht, wenn da jetzt nachher so drauf steht, so. Da ist das Bizeps, das ist das King Bizeps Logo drauf. Das King Bizeps, dann nehme ich also, das. Also das. Ach, das Team Bizeps, das Bizeps Logo, Mann. Einfach nur das Logo, mein Logo, verdammte Scheiße. Ach, nur deins, nicht die Mischung aus King und Bicep, nein, dann nicht. Nee, da gibt's ja nichts. Ja, dann setz dich mal hin und werf mal was, Alter. Was ist denn das hier für eine? Mach ich das, tu das in meinen Shop und dann. Ja, würde ich dir sogar gönnen, Tino. Ich bin ein Gönner. Das wäre ja voll okay. Ich bin auch ein Gönner. Ich würde sogar was abgeben dann. Hä? Was? Ich geb doch ab. Was? Ich geb doch ab. Ich geb ich mal. Sag, ich würde dir dann sogar was abgeben. Ach so. Oh lol. Das wäre aber toll. Ja. So ein Gönner bin ich. Wow. Junge, was machst du da? Alter, mit was für eine Spritze fährt der da über den Hof? Ein, du musst ja Geld verdienen, oder? Ja. So, das stimmt, einer muss Geld verdienen. Und Geld kommt. Ja, ballert dir die Dings durch, Alter, die Aufträge. Ja, aber das ist gut, jetzt können wir uns gleich die große Striegel kaufen. Wenn ihr brauchen das wir nicht, wollt. Aber egal. Warum brauchen wir den jetzt wieder nicht? Ja, wir haben ja den kleinen, das reicht ja. Wir haben einen Striegel! Ja. Na, wieso sollte ich da gerade einen Striegel kaufen? Es ging um den Heuwender und nicht um den Striegel. Und ich weiß, warum uns Geld jede Stunde abgezogen wird. Bin ich jetzt verwirrt oder ist ein Striegel ein... Ach, in... ich meine nicht den Striegel, ich meine den... wie heißen die denn? Die heißen Wender, ja, ist schon klar, aber... Cetera? Cetera, genau, ja. Um den Cetera ging's. Boah, jetzt war mir das Wort entfallen. Ich weiß, warum uns jede Stunde Geld abgezogen wird. Warum? Fahrzeuge, Miete. Was haben wir gemietet? Ja, die Sämaschine und so für die Rüben und so, oder nicht? Warum? Ja, nicht zurück? Ja, du hattest damit gearbeitet. Nee, wir haben keine gemieteten Fahrzeuge. Na, dann war's doch nicht, deswegen.
So, ich mache jetzt auch mal ein bisschen Geld, ne? Mach uns jetzt reich, Leute. Aber nicht, dass gleich euer Schlüppi brennt, ne? Oh mein Was Gott! Ich werde komplett nass, wenn ich das Geld sehe hier. Oh. Kommt das Geld irgendwann noch oder laberst du eigentlich nur? Ja, ich muss doch eben dahin fahren. Warte mal. Was nicht so spannend? Tu einfach das Geld hier aufs Konto. Ja. Mach gleich, ja, warte, ich mach einen zweiten hoch und dann überweise ich dir was. Hast du jetzt mal den scheiß Pferdestall verkauft für unsere 400k, Alter? Nein. Warum machst du das dann nicht? Warum? Ja. Ihr könnt mir mal Fässer reintragen helfen. Ja, sicher. Bist du. Oh, was ist denn hier los? Packen hier ein bisschen in den Boden. Der muss hier hinten. Heute kommt mein Bruder. Echt? Post mal ein Bild mit deinem Bruder zusammen, für mich, wie der aussieht. Können wir gerne machen. Wie alt ist der? 27. Oh. Ist ja gar nicht, seid ihr gar nicht so weit auseinander. Nee. Ist der wenigstens ein bisschen reifer in der Birne oder ist er auch so? Was ist denn da dran lustig? Ja, gar nichts, deswegen. Schweizer. Da dran schon wieder lustig. Fahr da wenigstens hier vor jetzt, verdammte Axt nochmal. Will hier arbeiten, ne? So, Raiffeisen, ich hab hier Ware für euch. Yay, yeah, Freezy, hast du bei uns gelernt? Ja, alle Spangurt. Nee, ey. Du bist der Beste. Misch ab, Geld kommt. Nur für dich, das Beste auf der Welt. Yay, Raiffeisen for the win! Oh ja, ich denk mal, oh ja, da werden wir uns gleich Felder kaufen können. Oh, das wird heftig. Das wird heftig. Scheiße, Alter, was hast du verkauft? Deine Seele? Oh ja, ganz heftige Nummer für sie, ganz heftig. Ich bin noch nicht fertig. Das hört ja ganz scharf. Ja, sag ich dir, ey. Scheiße, Leute! Bestellt Frauen und Champagner! die Milch muss hier in das große Fass erst. Hast du die da jetzt rein? Hast du die hier reingekriegt? Ja. Hier direkt rein? Ja. Die Kanne? Ja. Oh, okay. Warte mal bitte, Bestellt Energy. Siehst du, wie viel da drin ist? Nee, ne? Ja, das okay. Geld hat... Ich hab mit mehr Geld gerechnet, tut mir leid. Tausender! Ja geil, Alter! Coole Scheiße, da können wir ja wenigstens mal ein Gerät voll tanken. Unglaublich. So, dann ist das hier nur ein Lagertank. Wusste ich nicht, dass man die direkt reintun kann, aber ist ja in Ordnung, wenn das geht. So, dann nehme ich diese zwei wunderschönen Käse hier mit. Dann nicht mal ansatzweise meinen Verbrauch gedeckt. So, die anderen werden ja leider wahrscheinlich nicht fertig. Das ist die Frage, verkauft er die trotzdem, wenn die nicht ganz fertig sind? Wahrscheinlich nicht, ne? Lass sie mal da liegen, vielleicht werden sie noch fertig. Ach Mann, ey. Ich dachte, wir wären reich. Leider nicht. Manchmal kriegst du auch so eine richtige Teleportklatsche hier. Teleportklatsche. So, auf zum Hofladen. Hoi. Damals Gotti beam ich hoch gerade, ey. Ja, noch keine große Klappe haben. Gamescom ist ja noch ein Stück hin. So. Ich hab Domme da, zu zweit machen wir dich alle, Alter. Stimmt, der eine ersticht mich und der andere, also mit seinem Körper. Und der andere, was macht der eigentlich? Also du für sie.
Ich baue dich weg, Junge. Bam, Body Slam. Boah, Freezy. Deine letzten Worte werden sein: Es tut mir leid, dass ich immer so frech zu dir war. Ich habe dich im Grunde geliebt. Die letzten Worte werden sein: Ich bin dein Vater. Nein, Freeze, die letzten Worte von ihm würden dann heißen: Es tut mir leid, dass ich immer zu spät gekommen bin. Warum denn immer nur ich? Freeze kommt doch auch mal zu spät. Was? Hey? Was? Wollt ihr mir sagen, der kommt nie zu spät? Auf jeden Fall nicht so viel zu spät, wenn dann. Wow. Ihr seid wie meine Frau, ey. So. Das Wettbüro ist ja nicht umsonst entstanden, oder? Irgendwie leckt's gerade, kann das sein? Habt ihr das auch? Nein. Okay. Das ist, weil du mit der Butter da rummachst. Was habt ihr noch gekauft, wenn ich mal fragen darf? Weil wir haben ja wieder 8.000 verloren. Oder 6.000? 6.000, das war zweimal flüssig drin. Ah ja. Kann schon sein, dass das hier mit der Butter ein bisschen laggy ist, ey. Muss ich jetzt echt mal zugeben. Aber ich trage gerade das letzte Fass rein. So, Butter und Käse sind im Verkaufsraum, Baby. Heute, 18, 19 Uhr, weißt du Bescheid. Ziehst du deine Bluse mal aus, strafst mal hinten den Büstenhalter noch ein bisschen, dass wenn die Kunden kommen, hier mal ein bisschen Trinkgeld geben. Siehst du? Dann zisch ich mal in deinem Topf. Und zwar von hinten. Alte Sau. So, gut. Gucken wir gleich nochmal nach Eiern. Oh, wieder ein Kartönchen fertig. Ich würde sagen, in den Hofladen tragen. Oh yeah, Leute. In 296 Stunden bekommen wir eine neue Kuh. Läuft. Geil. Stell mir die Zeit runter, das geht mir zu schnell. Ja, willkommen im Hofladen, willkommen im Hofladen, willkommen im Hofladen, bla bla. Aber dafür hat der Kuhstall schon 66 Liter Milch gemacht. Bäm! Nein, der zeigt immer nur die aktuelle Kanne an. Wie sie? Ach so. Es kann sein, dass da schon volle Kannen stehen. Nee, der Kuhstall produziert keine Kanne. Ach, dann ist es die insgesamt Menge beim Kuhstall? Also ja, ja, hier ist der Tank. Weil die Weiden produzieren direkt den Kanten. Schon wieder? Das war ich diesmal nicht. Das war ich. Ah ja. So, jetzt wollte ich aber mal eben kurz was nachschauen. Weil diese Map bietet ja wieder etwas, woran ich sehr, sehr viel Spaß habe. Und da will ich jetzt mal schauen gehen, ob wir das nicht mal langsam in Betrieb hier nehmen, ne? Was willst du machen? Ja, die Gewächshäuser, Bitch! Oh, das war meine Idee, du Penner. Aber das mache ich schon seit 15er immer bei uns. Und das komm, ich helfe dir. Ich bin nämlich jetzt fertig hier mit der Butter. Ja, okay. Wir müssen das erst kaufen, sehe ich gerade. Oh, scheiße. Achso, was kostet das Land? Sag an. Weil vielleicht können wir ja auch einen kleinen Credit aufnehmen dafür. 55.000 nur. Oh, da kriegt man vielleicht sogar ohnehin. Haben wir noch was zum Verkaufen? Bin gleich fertig ja, mit dem Auftrag. Ja, lohnt sich nicht momentan. Wer lohnt sich nicht? Der Verkauf von dem Getreide und den Sonnenblumen, das wir haben. Mir was eingelagert? Ja. Sonnenblumen und Weizen. Stellt sich nur die Frage, wir müssen hier ja, ein bisschen bringen, oder? Gut, Sonnenblumen ist gerade fallend, aber 1400 ist ja kein schlechter Preis. Ja, oder? Fallend. Ja, fallend ist klar, aber von wo kommend? Müssen wir hier Mist hinbringen oder was müssen wir hier hinbringen? Ja. Gewächshäuser? Ja, die brauchen Mist einiges. Und Wasser. Mist und Wasser, ja. Okay. Was haben wir denn also insgesamt? Also kannst du die noch nicht betreiben? Nee, kannst du noch nicht in Betrieb nehmen. Nee, du kannst die aufmachen, du musst das reinschaffen, aber das geht erst, wenn du es gekauft hast. Ja. Wir sind auf jeden Fall einige und die bringen gutes Geld. Ja, aber dann müssen wir warten. Okay. Warten? Ja, bis wir Mist haben. Die Kühe müssen noch Mist produzieren jetzt. Ja, aber nicht wir haben gleich 98 Liter haben massenweise. Wir. Und bei 4 Kühen wird das ein bisschen dauern, ne? Ja, dann laden wir die von der Kuhweide unten auf und schaffen die in den Stall.
Ja, aber dann kriegen wir weniger Milch wieder. Produzieren wir nicht? Noch einfach einen Moment. Ja, wie lang soll der Moment sein mit 4 Kühen? Oder wir kaufen nochmal Kühe. Ja, dann fehlen wieder die 50.000. Ja, gut, wir müssen eh erst Mist dran schaffen und so. Ja, aber dafür haben wir mehr Milch. Und ich denke, sobald wir da ernten können und wir Schweinefutter verkaufen, bekommen wir ziemlich gut Geld. Also sollten wir jetzt in Kühe investieren, dann haben wir Mist. Und wenn wir dann nachher das Schweinefutter produziert haben und verkauft haben, bekommen wir richtig gut Geld und davon kaufen wir uns dann hier da oben das Gewerbe und dann Meiner Meinung nach können wir auch, wie viel Mischfutter haben wir? Habe ich schon versucht zu verkaufen, hat 1.000 gegeben, lass sein. Ach, das waren gerade ja Tausende? Ja, und das waren 12.000 Liter Mischration. Da bist du doch... Warte mal ganz kurz. Ich hab's bei der Raiffeisen verkauft. Der Preis war zwar sinkend, aber war immer noch höher als beim Viehhändler. Welches Symbol ist das? Das ist, mit den zwei Sternchen? Ja, genau. Oben und unten ein Sternchen, ja. Wie sieht denn das Kompost-Symbol aus? Können ja auch Kompost herstellen. Ja, könnte man zum Beispiel dann aus dem Stroh vom nächsten Feld. Ja. Wisst ihr alle, wo Kompost ist? Oh, 5.000 jo. Die Butter gerade, Alter. Das rabbelt richtig, der Preis steigen. 4.400 der Käse. Alter, das gibt richtig Money. Gut, wir sind aber erstmal fertig, meine lieben Freunde. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns natürlich in der nächsten Folge wieder. Lasst das Däumchen da, schaut bei Füßi vorbei und ja, schreibt gerne weiter in die Kommentare, was wir Schönes machen sollen noch, was ihr gerne als nächstes sehen wollt. Aber ich denke, wir kriegen hier nach und nach eigentlich ganz stabil alles zum Laufen. Soll ja auch nicht nur mal kurz laufen, sondern eben stabil laufen. Warum läuft die Futtermaschine? Gut, bis dahin. Tschüss. Tschüss. Tschüss.